Moin Leute, hier ist was los. Jetzt hockt die sich vor mein Auto und pullert. Ja, heute direkt in Dresden. Ich stehe hier im Ostra-Gehege. War gerade hier noch dabei, ein bisschen Zeitung zu lesen. Nicht viel Interessantes Neues. RTL gab es das Supertalent. Da lassen sie sich hier aus. Die hatten eine dabei. Die hat. Ich habe einen einzigartigen Spielstil. Ich spiele die Flöte nicht so, wie es mir in der Grundschule beigebracht wurde. Die Morgenpost schreibt dazu: Augenblicklich zog die Showkandidatin ihre Beinbekleidung aus, entblößte ihren Allerwertesten und steckte sich anschließend tatsächlich eine bemitleidenswerte Blockflöte in ihre Vagina. Dann positionierte sie sich akrobatisch zwischen zwei Stühlen und flötete kopfüber den Kinderliedklassiker Alle meine Entchen. Ja, die haben sie aber nie weitermachen lassen. Dieter Bohlen war dann dafür, ihr keinen zweiten Auftritt zu geben. Was aber auch noch eine interessante Meldung ist, Thema Zeitreisen. Ein Physikstudent gelingt es, das Großvaterparadoxon mathematisch aufzulösen. Großvaterparadoxon ist ja wahrscheinlich allen bekannt. Wenn du in die Vergangenheit reist, deinen Großvater tötest, wirst du ja nie geboren. Also kannst du gar nicht in die Vergangenheit reisen, deinen Großvater töten. Und geht ja eigentlich gar nicht. Jedenfalls, der Physikstudent hat das jetzt mathematisch nachgewiesen. Der Physikstudent Germaine Tubor ist es gelungen, das Paradoxon mathematisch aufzulösen. Das grundsätzliche Problem liegt in dem Widerspruch zwischen zwei physikalischen Theorien. Tubor weist nach, dass sich die Raumzeit anpassen kann, um Paradoxien zu vermeiden. Wenn zum Beispiel jemand in die Vergangenheit reisen würde, um eine Krankheit zu stoppen, hätte die Person die Krankheit gar nicht, die sie zur Reise motivieren würde. Laut Tubor würde sich die Krankheit dann zum Beispiel auf einen anderen Weg verbreiten. Was auch immer der Zeitreisende unternehmen würde, die Krankheit könnte nicht aufgehalten werden. Haben sie schon wieder blöd gegendert, deswegen habe ich hier gestockt. Was auch immer der oder die Zeitreisende unternehmen würde. Mensch, der Zeitreisende gilt für Männer und Frauen. Das begreifen die nie. Genauso wie das Wort Mann. Man kann zum Beispiel, man kann sagen. Wer sagt's denn? Besser als neu. So, dann wollen wir mal eine Toastprobe machen. Rein mit dir. Und? Was soll denn das? Sieh sich einer das an. Ich glaube, ich bin der erste Nicht-Brasilianer, der rückwärts durch die Zeit reist. Ich bin in die Zeit zurückversetzt, als Dinosaurier nicht nur in zoologischen Gärten eingesperrt waren. Ah, okay, keine Panik. Erinnere dich an den Rat, den dein Vater dir an deinem Hochzeitstag gegeben hat. Wenn du jemals zurück durch die Zeit reist, darfst du nirgendwo drauftreten. Denn selbst die kleinste Veränderung kann die Zukunft beeinflussen, wie du es dir in deinen kühnsten Träumen nicht vorstellen kannst. Bitte, solange ich vollkommen stillstehe und auch nichts anfasse, kann ich die Zukunft überhaupt nicht zerstören. Du blöde Mücke! Na warte, ich hau dich zu frei! Ah, Moment, das war doch nur eine ganz kleine, unbedeutende Mücke.
Die kann die Zukunft überhaupt nicht verändern. Stimmt's? Oh, ich bin wieder zurück. Ach, meine geliebte Familie. Nichts hat sich verändert. Hallöchen, meine Sklaverinos. Onkili Dokili. Hey, was hat denn diese Flasche von Flanders im Fernsehen verloren? Oh, wie ich auf der Anzeigetafel erkenne, haben wir eine negative Null in Sektor 2. Ich fürchte, ich muss die gesamte Familie bitten, sich einzufrieren und auf eine Reineducation vorzubereiten. Hast du das vergessen, Dad? Flanders ist der unbestrittene Herrscher der Welt. Diesmal werde ich nicht das Geringste berühren. Ich darf nichts anfassen und auch nichts töten. Ich hab's geschafft. Oh nein, ich wünsch mir von Herzen, ich hätte diesen Fisch nicht getötet. Nanu, wo seid ihr denn alle geblieben? Hey, da ist eine Fliege, die sieht aus wie Dad. Die machen wir platt. Okay. Oh je, das wird teuer. Nein! Ich meine, hey! Guten Morgen, lieber Vater. Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Nehmen wir den neuen Lexus zu Tante Patty und Tante Selmas Beerdigung heute? Ein wunderschönes Haus, wohlerzogene Kinder, tote Schwägerin, meine Luxuslimousine. Juhu, ich habe im Lotto gewonnen. Ma, Schätzchen, würdest du mir bitte einen Donut geben? Donut? Was ist ein Donut? Es regnet schon wieder. Ich darf nichts anfassen. Ich hau dir flatt, was dir die Quere kommt. Guten Morgen, mein Schatz. Wie heiß ich? Welche Farbe hat der Himmel? Was ist mit den Donuts? Was? Bei allen himmlischen Göttern, sag's mir! Homer, der Himmel ist blau und Donuts gibt's reichlich. Freitags läuft diese beliebte Quiz-Sendung im Fernsehen. Was ist bloß in dich gefahren? Nichts, überhaupt nichts. Komm, setzen wir uns und essen. Fast wie früher. Ja, jedenfalls hatte ich mir jetzt schon mal geguckt. Ja, im Ostra-Gehege gibt's hier noch ein paar Cash. Und die habe ich mir alle noch nie geholt. Und da will ich jetzt nach dem Frühstück noch mal eine kleine Runde gehen. Und dann noch mehrere Rätsel-Caches und mehrere Multicaches. Nach den Multicaches gucke ich heute nie. Durch die Rätselcaches habe ich gestern mal geblättert, habe aber bei keinem einen Ansatzpunkt gefunden, wie ich hier die Lösung angehen muss. Es ist ja nie einfach, bloße Rätsel zu beantworten. Die sind ja meistens ziemlich schwierig. Aber wie gesagt, ich mach bloß die kleine Runde und werde euch nicht übertreiben jetzt und übermäßig lange suchen. Das ist eh ganz schön kalt heute. Hab mir die Nacht auch noch mal eine Decke drüber ziehen müssen, weil es doch etwas frisch war. Aber es geht, ja, ich kenne Verkehr weiter gewesen. Konnte ganz gut schlafen. Ja, wie gesagt, das ist ja gleich um die Ecke, ist der alte Schlachthof. Vor dem Krieg war das mal ein Schlachthof hier. Da gibt es auch ein Buch, ich glaube sogar einen Film darüber, wie jemand hier den Bombenangriff überlebt hat.
Ich überlege gerade, irgendwas war da. Den Film habe ich, glaube ich, gesehen, aber das Buch habe ich nie gelesen. Ich glaube, Schlotterhaus. Also Schlachthaus. Ja, hier. Schlachthof Nummer 5. Weil da war, glaube ich, Haus Nummer 5 oder sowas. Daher der Titel. Schlachthof Nummer 5, Erlebnisse im Feuersturm. Ein Ort Dresdens, der in der amerikanischen und englischen Nachkriegsliteratur in den 70er Jahren große Aufmerksamkeit erfuhr und in Dresden lange Zeit unbeachtet blieb, ist der Schlachthof Nummer 5. Kurt Vonnegut schuf ein vielbeachtetes Werk über die Zerstörung Dresdens vom 13. Februar bis 15. Februar 1945. Auf dem heutigen Messegelände in Dresden befand sich früher der städtische Vieh- und Schlachthof. Im Schlachthof Nummer 5 wurden im Zweiten Weltkrieg amerikanische und englische Kriegsgefangene untergebracht. Einer von ihnen war Kurt Vonnegut, der die Erlebnisse in seinem Werk Slaughterhouse 5 or The Children's Crusade, Schlachthof 5 oder der Kinderkreuzzug autobiografisch aufarbeitet. Seine Erlebnisse im Keller mit 100 anderen Kriegsgefangenen beschreibt Vonnegut dabei authentisch, vermischt dabei das Erlebte, aber auch Science Fiction und schwarzen Humor als eins der bedeutendsten Werke der Postmoderne beschreibt Vonnegut das Ausmaß des Krieges treffend und vermittelt dabei der englischsprachigen Welt ein umfangreiches Bild, das einer Mondoberfläche gleichende Stadtbild Dresdens nach dessen Zerstörung 1945. Ja, es war schon schrecklich. Ich habe jetzt bald wieder Jahrestag. Was zu DDR-Zeiten anfing, dass man dort immer Kerzen an der Frauenkirche hingestellt hat und so eine kleine Demo in der Stadt war. Das ist ja jetzt nach der Wende von den Linken als rechts genannt worden. Das sind ja jetzt die Linken dagegen und machen eine Gegendemo. Ja, komisch, wenn jemand eine Demo für den Frieden macht, kann ja eine Gegendemo bloß für Krieg sein. Wollen die das wiederholt haben oder? Ich verstehe die Leute nie. Anstatt mit den Rechten gemeinsam dann für sich für Frieden einzusetzen und das gemeinsame Ziel im Auge zu behalten, sagt jeder, mit denen reden wir nie. Die denken anders. Aber ihr habt doch ein gemeinsames Ziel. Letztendlich wollen die Bete Frieden. Kinder will Krieg. Ihr seid doof. Ihr seid bescheuert. Jetzt sind wir genug abgeschweift, zurück zu dem Cash. Mit diesem Tradi möchte ich auf einen weit sichtbares, markantes Gebäude hinweisen. Sieht man denn eigentlich von hier aus auch? Ja, man sieht ihn. Ich weiß nicht, ob die Kamera den sieht. Würden nicht sehen, weil der mit dem helleren Licht außen nicht klarkommt. Na gut, zeig mir dann. Mit diesem Tradi möchte ich auf ein weit sichtbares, markantes Gebäude hinweisen. Ob man nun die Messe Dresden besucht oder von der anderen Elbseite in die südwestliche Richtung schaut, wird man diesen Turm sehen. Es ist der sogenannte Schlachthofturm. Genauer gesagt war er das Kessel- und Maschinenhaus des städtischen Vieh- und Schlachthofes von Dresden. Wer weitere Infos möchte, kann gerne auch hier nachlesen. Hier gibt es einen Link.
Oder er liest das Buch Slaughterhouse 5. Das ist das Vereinsgelände der TSV Rotation Dresden e.V., bei dem ich schon jahrelang aktiv bin, auf der gegenüberliegenden Elbseite befindet, sah ich diesen Turm auch bei jedem Fußballspiel oder Trainingseinheit und fragte mich damals oft, wie ich da wohl drin sei. Ich weiß nicht, ob man da reinkommt, wahrscheinlich eher nie. Und da der hier zum Messegelände gehört, wird er wahrscheinlich auch nicht als Lost Place zu besichtigen sein. Doch nun zum Cache. Eigentlich gibt es nicht viel zu schreiben. Bringt einfach einen Stift mit und tragt euch ins Logbuch ein. Verlasst bitte alles wieder so, wie ihr es vorgefunden habt. Ihr müsst nicht auf oder über die Mauer klettern. Es ist nur sehr wichtig, dass der Deckel wieder fest sitzt, bevor ihr die Dose wieder versteckt. So, Dresdens Bäume. Achso, den werden wir eher nie machen. Da muss man einen Baum hochklettern. Schwierigkeit 4 Sterne. Kletter nie auf Bäume, damit die Welt dich sieht. Erklimme Bäume, damit du die Welt sehen kannst. Und dann haben wir O wie Ostra-Gehege. Das Ostra-Gehege ist ein innerstädtischer Landschaftsraum Dresdens. Im Westen des Stadtbezirks Altstadt und gehört weitestgehend zum Stadtteil Friedrichstadt. Es besteht aus dem großen und dem kleinen Ostra-Gehege. Eigentlich Teil einer breiten Auenlandschaft der Elbe. Das Ostra-Gehege ist ein innerstädtischer Landschaftsraum Dresdens. Im Westen des Stadtbezirks Altstadt und gehört weitestgehend zum inneren Stadtteil Friedrichstadt. Es besteht aus dem großen und dem kleinen Ostra-Gehege. Eigentlich Teil einer breiten Auenlandschaft der Elbe, wurde es durch Hans Erlwein Anfang des 20. Jahrhunderts zur Bebauung erschlossen. Bekannt ist das Ostra-Gehege nach dem Dorf Ostra, das 1206 erstmals erwähnt wurde. Der aus dem Sorbischen stammende Name Ostra bedeutet Insel und trifft damit begrifflich den Charakter des Geheges gut, obwohl das ehemalige Dorf an der Stelle der heutigen Friedrichstadt lag. Oh, das ist auch bloß ein Klettercache. Dann lassen wir den wahrscheinlich.